kann man es nicht, aber weit ist es auch nicht. Herrliches Wasser, die Farben. Schade, dass meine Cockpit-Kamera so eine schlechte Bildqualität liegt hat und auch so eine schlechte Tonqualität. Ich muss mich da mal nach einer anderen umsehen. Dieses Teil habe ich vor 4 Jahren gekauft, als ich Lotte erworben hatte. Und hat es aber im Prinzip nie genutzt. Schade. Man hätte sicherlich einige schöne Aufnahmen der Strecken, die ich inzwischen alle gefahren bin, mal machen können. Ich habe sie jetzt beim Aufräumen einfach mal wieder gefunden in meiner Computertasche und nun setze ich sie öfter ein. Die Videos lade ich dann auf YouTube hoch, verlinke sie teilweise mit meiner Seite, schreibe ich dann halt auch Reiseberichte dazu. Habt ihr ja schon gesehen und gelesen. Ah, da seht ihr jetzt nicht, da hinten ist die alte Brücke, die sieht fast aus wie so eine römische Brücke. Von ganz früher. Als über die A7 zu fahren, die doch auf langen Abschnitten in Tunnels verläuft, da sieht man ja nun gar nichts. Doch mal ganz langsam.